Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Du hast Vollmacht, den Sieg, der am Kreuz errungen wurde. Diesen Sieg darfst du einsetzen. Kein Auto, kein irgendwo eine Rakete oder was ist so stark wie die Kraft Gottes in dir, die Jesus von dem Tod auferweckt hat. Heilungsvollmacht erkennen und einsetzen. Ich habe hier ganz bewusst auf dieser Folie das so geschrieben: Heilungsvollmacht. Du hast die volle Macht, wenn du ein Kind Gottes bist. Vollmacht, die volle Macht. Und sind wir nicht oftmals unterwegs, wir sagen, ich habe die Heilungsbisschen Macht bekommen? Nein, wir haben Vollmacht bekommen und da möchte ich ein bisschen drüber reden. Vollmacht, die Heilungsvollmacht kommt von dem Kreuz. Und nicht, weil wir gut sind oder gut schreien können, wisst ihr. Und das sagt man ja manchen Christen auch nach, die sind fanatisch, die sind so laut und so weiter. Das, laut ist keine Vollmacht. Rumbrüllen ist keine Vollmacht, die Vollmacht kommt ganz allein vom Kreuz. Jesus hat für dich den Sieg errungen und darum haben wir Vollmacht. Wie wir es in Lukas 10, Vers 19 sehen, ich habe euch die Macht gegeben, euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Beim letzten Satz hören wir kein Amen, weil du sagst, das hat mir geschadet, das hat mir und das hat mir. Ja, ihr Lieben, haben wir aber auch immer auch die Vollmacht in Besitz genommen und haben gesagt, Feind, du hast kein Anrecht, verschwinde. Oder sitzen wir im Eckchen und sagen, der schlägt mich. Wisst ihr, wie früher in der Schule, der hat mich geschlagen, Papa, der hat mich geschlagen, hau ihn zurück. Ja, so sind wir Christen manchmal unterwegs, aber Jesus hat uns die Vollmacht gegeben, dagegen anzugehen. Weiter in 2. Mose 15, 26 steht, er sagte zu ihnen, hört auf mich, dem Herrn, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Haltet euch an meine Gebote und Weisungen. Wenn ihr das tut, werdet ihr keine der Krankheiten bekommen, mit denen ich Ägypten bestraft habe. Denn ich bin der Gott, der euch heilt. Ja, und zu dem allem leben wir heute im Neuen Testament. Das war ja im Alten Testament. Und im Alten Testament, ihr Lieben, war das so, dass die Leute, ja, da war Gericht und heute ist Gnade. Und beim Gericht war es so, dass Blut vergossen werden musste. Es mussten Lämmer geschlachtet werden und die Türpfosten mit dem Blut bemalt werden. Und das ist das Bild im Alten Testament, wo noch Gericht war, musste das so gemacht werden. Das ist aber das Bild des Holz des Türpfostens auf das Holz vom Kreuz. Und die Grundlage jeglicher Heilung kommt vom Sieg am Kreuz. Nicht von einer erweckten Gemeinde, von einem vollmächtigen Gebet und so weiter. Das kann alles der Kanal sein, aber die ganze Sache kommt, die ganze Heilung kommt aus der Kraft vom Blut Jesu, das er für dich vergossen hat. Deshalb, ihr Lieben, dieselbe Kraft, denn der Heilige Geist lebt in dir. Und könnt ihr euch vorstellen, kein Auto, kein irgendwo eine Rakete oder was ist so stark wie die Kraft Gottes in dir, die Jesus von dem Tod auferweckt hat. Und das ist nicht nur ein bisschen, Jesus war nicht nur ein bisschen tot, weil wenn der Feind das geschafft hätte, ihn tot zu halten, das wäre sein Lieblingsding gewesen.
Nein, diese Kraft hat Jesus von den Toten auferweckt. Und diese Kraft möchte dich auch auferwecken. Erwecken, wisst ihr, Erweckung ist was zum Wachwerden. Nicht zum religiös Einschlafen oder religiös auf Wolke 7 säuseln. Nein, Erweckung ist was zum Wachwerden. Und diese Kraft, da ist die Heilungskraft drin, die Rettungskraft. In dieser Kraft ist das totale, die totale Autorität, die totale Vollmacht drin, den Sieg in Anspruch nehmen. Du hast Vollmacht, den Sieg, der am Kreuz errungen wurde und durch die Auferstehung, wenn wir Ostern feiern, diesen Sieg darfst du einsetzen. Wisst ihr, vielleicht ein komisches Beispiel, wenn ihr irgendwo arbeitet und bekommt einen Geschäftswagen, dann darfst du diesen Geschäftswagen nutzen, je nach Vereinbarung, aber hier bei unserem Herrn, das ist die volle Vereinbarung, darfst du den nutzen von deinem Betrieb aus. Und so ist es, die Kraft Gottes, die in dir ist. Ist jemand da, wo die Kraft Gottes drin ist? Ja. Ja, diese Kraft in dir darfst du volle Kanne nutzen. Und wisst ihr, das Schöne ist, ohne Steuern zu zahlen. Und das ist, bei uns muss man ja für alles mittlerweile Steuern bezahlen. In Jesaja 43, Vers 19 heißt es, schaut nach vorne, denn ich will was Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Ja, was Neues. Also das Neue gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, was das wird und so weiter. Ich sag dir, freu dich. Das, was Jesus für dich Neues hat, ist was Gutes. Was Neues. Wir sind so eingefahren manchmal. Er hat was Neues. Das Kreuz, ihr Lieben, ist die Trennung zwischen Alt und Neu. Die Trennung zwischen Alt und Neuem Testament auch. Zwischen Tod und Leben. Es wurde mit dem Kreuz nicht ein bisschen besser, sondern ganz neu. Gnade ist da. Es ist Vergebung für dich da. Ist das nicht wunderbar? Ist das vielleicht ein Applaus wert? Oh, danke, Herr. Das heilende Blut hat seit Golgatha nie aufgehört zu fließen. Wisst ihr, das Blut des Lammes hat nie aufgehört zu fließen, hat nie die Kraft verloren. Wir leben in einer Zeit, wo Zeichen und Wunder geschehen. Wir freuen uns so, wenn wir von Dingen hören, wo Menschen berührt werden und wie ich schon sagte, auch in Zofingen, wo wir waren, wo spontan Menschen berührt werden und andere sagen, wow, das hätte ich auch gerne. Und Gott ist ein Gott, der da heilt, der da berührt, der rettet. Menschen wollen heute alles erklären. Kennt ihr das? Es gibt so viele Sendungen und wir erklären das und erklären das. Vieles ist interessant, aber du kannst schlecht Glauben erklären. Du kannst schlecht Wunder erklären oder manche erklären die Wunder weg, weil sie sagen, ja, das ist durch das und jenes und so weiter. Lukas 4, Vers 18 steht, der Geist des Herrn ruht auf mir. Da ist Jesus in der Synagoge und liest das vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit werden. Ist das nicht Freiheit? Ist das nicht Heilung? Ihr jubelt alles so mächtig innerlich. Ja, ja, du reflektierst, wisst ihr, wir sind diejenigen, die jetzt auf der Erde sind und reflektieren den Vater. Wir reflektieren das, was hier steht. Dein Arm, deine Hände, dein Mund ist das, was Gottes Größe reflektiert. Denn der Heilige Geist ist in dir. Was redet aus dir heraus? Die letzten Nachrichten, die du gerade gelesen hast, oder der Geist Gottes, der in dir ist, wo Liebe rauskommt. Wisst ihr, das brauchen die Menschen in heutigen Zeit. Sie brauchen nicht Gericht und irgendwie Verurteilung. Sie brauchen wirklich die Liebe,
die nicht Menschen geben können, sondern die in dir ist und durch dich rausstrahlen soll. Vollmacht. Er hat uns Vollmacht gegeben zu heilen. Aber wir heilen nicht, sondern Gott heilt. Wir sind Kanäle. Wir sind berufen, die Kranken zu heilen und Dämonen auszutreiben. Matthäus 10, Vers 8 heißt es, heilt die Kranken, weckt Tote auf, macht Aussätzige gesund, treibt Dämonen aus. Ja, das ist eine Aussage, wo du sagst, das Wort Dämonen ist so gruselig, das möchte ich am besten gar nicht hören. Ich kann es dir sagen, es wimmelt nur von irgendwelchen Dämonen, aber manche sehen auch hinter jedem Baum einen Dämon, das nicht, ihr Lieben. Aber die Existenz von Dämonen müssen wir wirklich anerkennen und wir haben Vollmacht, dagegen anzugehen. Wenn wir wirklich in diesem Sieg vom Blut Jesu leben. Und wir haben unsere Vision so geschrieben, geliebt, befreit, verändert. Und ihr Lieben, das ist eigentlich das Rezept. Geliebt von Jesus. Wir sind geliebt, egal was wir getan haben, egal wer wir sind, ob wir arm, ob wir reich sind, ob wir intelligent sind oder es vielleicht gerade so auf die Reihe kriegen, egal wie wir sind geliebt. Egal wie viel Mist du gebaut hast. Ist jemand hier, der noch nie Mist gebaut hat in seinem Leben? Einer hat es versucht, aber er wurde gleich überführt. Geliebt und dann auf deinen Wunsch befreit. Du kannst das annehmen, diese Vergebung, die dann die Befreiung bringt, du bist befreit. Und wenn wir befreit sind, dürfen wir verändert sein. Manche nehmen Jesus an und leben ihr Leben weiter, wie es war. Das ist nicht verändert und ist nicht befreit. Du kannst alles Mögliche sagen. Ich habe dann und dann zu Jesus Ja gesagt und du lebst dein altes Leben. Das ist weder befreit noch verändert. Und wir, ihr Lieben, es heißt auch Bekehrung, Umkehr, verändert. Und diese Veränderung, der Teufel möchte dir sagen, ach, geh doch dem christlichen Zeug nicht, das ist doch so langweilig, das ist doch altmodisch, das kannst du vergessen, das machen die alten Leute oder was auch immer. Und ich sage dir, die Veränderung, wenn du die wirklich lebst, mach das Freude. Mach das Freude, das bringt dir heute den Frieden für diese Tage, das bringt dir Heilung in diesen Tagen. Lass dir die Veränderung nicht nehmen, indem dir vielleicht Menschen sagen, bist du altmodisch. Nein, in Markus 6, Vers 12 heißt es, dann zogen die Jünger los und forderten die Menschen auf, kehrt um zu Gott. Sie befreiten Menschen, die von bösen Geistern beherrscht waren, und salbten viele Kranke mit Öl, so wurden die Kranken gesund. Wie wir in Vollmacht Kranken begegnen können, gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten. Wir haben es gerade gehört, das Salben mit Öl, Hände auflegen ist eine Möglichkeit. Auch was wir jeden Sonntag tun, über Post beten, wo kommt übers Internet, über die Fernsehsendungen, wo wir über dieser Post beten und Gott da Wunder tut, obwohl wir nicht direkt mit den Menschen beten. Das ist auch, ich sage dir, hör nicht auf oder fang überhaupt an, in deiner Vollmacht für Menschen zu beten. Menschen, ihr Lieben, wenn man manchmal einkaufen ist, sieht man so Leute, wo man schon ansieht, dass sie krank sind und da kann man wirklich, du musst jetzt nicht hingehen und auf die Knie gehen und sagen, jetzt beten wir mal, sondern du kannst wirklich innerlich für diese Menschen beten, obwohl sie es vielleicht gar nicht mitbekommen. Ich sage dir, das ist die Vollmacht, die uns gegeben ist. Lukas 10, Vers 1 heißt es, danach wählte Jesus 70 weitere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, in die er später selbst kommen wollte. Und Vers 9 geht es weiter. Heilt die Kranken und sagt allen Menschen, jetzt beginnt Gottes neue Welt bei euch. Ja, kennst du deine Autorität, die dir Gott gegeben hat?
Wir Christen sind manchmal so, dass wir uns, mir muss es gut gehen, noch meiner Familie, aber dann ist der Schluss. Nein, ihr Lieben, alles, was um uns herum ist, uns ist Autorität gegeben, mit Menschen zu beten, mit Menschen zu segnen. Und wie ich schon sagte, das muss nicht laut sein, das muss nicht irgendwo ein Geschrei sein, sondern das ist, was wo wir tun dürfen. Du kannst wirklich, wenn jemand die Not dir erzählt, frag doch mal, darf ich für sie beten? Das ist die Autorität, dann darfst du beten. Und wie ich schon noch ein paar Mal gesagt habe, da musst du nicht schreien, dass du sagst, die müssen alle hören, dass ich eine Autorität habe. Nein, beten und Gott wird Wunder tun. Gott gebraucht nicht nur die Leute, die ein Mikrofon in der Kirche haben, sondern er möchte dich gebrauchen. Was und wer ist in dir? Es ist der Heilige Geist. Was erwartest du von dem Sieg Jesu in dir? Dass er dich in die Ewigkeit bringt, dass du, wenn du stirbst, einmal bei deinem Herrn bist und fertig? Nein, es ist die Ausrichtung für unser heutiges Leben. Es ist die Ausrichtung, deiner Krankheit selbst zu begegnen. Wenn du krank bist, dann, ach, jetzt muss ich irgendjemand holen und so weiter. Das ist nicht verkehrt, aber du darfst erstmal auch selbst beten. Du darfst selbst dir auch mal die Hände auflegen, sagen, Herr, heile mein Herz, ist hier, ja. Herr, heile mein Herz oder Herr, du weißt, ich habe jetzt Kopfweh, ich habe Migräne. Das darfst du tun, diese Vollmacht hast du. Und du kannst auch wirklich dieser Krankheit gebieten, dass sie verschwindet. Darfst du selber. Hat es schon mal jemand gemacht von hier? Oh ja, doch die meisten. Das ist wunderbar. Mögliches, Unmögliches, Unmögliches wird möglich. Glaubst du, was du sagst? Glaubst du, was du betest? Und ihr Lieben, manchmal, das geht auch uns so, hat man kaum den Mut, für was zu beten, wo medizinisch unmöglich ist, dass es geheilt wird. Ich hatte mal eine Situation in Hannover. Da war ist jemand gekommen mit dem Krankenwagen und allem möglichen Sanitäter und so und hat mir erzählt, wie krank er ist. Wisst ihr, was ich gebetet habe? Herr, lass denn zumindest Leben wieder rausgehen. Wisst ihr, da davor zu stehen und sagen, Herr, mach ihn gesund. Ich habe es dann schon getan, aber im ersten Moment habe ich gedacht, Herr, jetzt bitte nicht. Wir beten um Heilung, das wäre ja schlimm, wenn der nicht mehr da rauslaufen könnte. Ihr Lieben, wir sind alle Menschen und wir haben die Vollmacht dafür zu beten. Markus 9, Vers 23. Wenn ich kann, fragte Jesus zurück, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Wenn du mir vertraust. Auch bei Heilung, wenn du mir vertraust. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Ja, da gibt es, ihr Lieben, Vollmachten. Der Hauptmann von Kapernaum, eines meiner Lieblingsbegebenheiten, weil dort, wo der gewohnt hat, da ist Himmel auf Erden, direkt am See. Aber der hat ein Problem gehabt. Der hat wirklich einen Kranken zu Hause gehabt und der Hauptmann war kein Christ. Stellt euch mal das vor. Er war kein Christ und hat zu Jesus gesagt, sprich nur ein Wort und der wird gesund. Ein Ungläubiger hat so viel Glauben gehabt und der wurde gesund in seinem Haushalt. Und ich sage dir auch, du hast Worte, sprich mit Autorität Gottes Wort aus und du wirst sehen, es wird sich erfüllen. Glaubt ihr das? Nimm deine Bibel in die Hand und sag, Gott, hier in diesem Wort steht das von dem Hauptmann. Sprich nur ein Wort. Hier steht, dass der eine 38 Jahre am Teich Bethesda war. Du gekommen bist, er konnte seine Matte zusammenrollen und war gesund. Herr, hier steht, dass die Frau dein Gewand angerührt hat und der Blutfluss hat aufgehört. Nimm
das Wort Gottes in, von den Gedanken oder physikalisch die Bibel in die Hand und sprich, geh in Vollmacht vorwärts. Angst hemmt und lähmt dich. Jesaja 35, Abvers 4 steht, sagt denen, die sich fürchten, fasst neuen Mut. Habt keine Angst mehr. Habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Euer Gott ist bei euch. Petrus, ihr Lieben, ist das Beispiel, das tolle Beispiel. Da war ja in den Tempelmauern oder auf den Tempelstufen ein armer Krüppel. Und ich möchte es vorlesen, Apostelgeschichte 3, Vers 3 und folgende. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Ich glaube, das hat noch niemand zu dem gesagt. Schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde er etwas von ihnen bekommen. Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Das ist Vollmacht. Geld habe ich nicht, ich kann dir nichts tun, aber was ich dir jetzt gebe, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der Hand, an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Kranke Füße und Gelenke gebrauchen. Wow. Ja, nicht, ja, ein Dings, ich schmeiß ein 10-Cent-Stück rein und ja, dann habe ich mein Ding getan. Nein, sie haben gesagt, ich habe kein Geld, aber was ich habe, gebe ich dir. Das ist Vollmacht. Was ich habe, gebe ich dir. Aber man kann bloß was geben, wenn man was hat. Wenn da nichts drin ist oder die ganze Weltgeschichte oder die ganze Horrorgeschichten dieser Welt, dann kannst du Horrorgeschichten weitergeben, das hilft keinem weiter. Aber ist hier die Kraft des Heiligen Geistes in dir mächtig, kannst du es weitergeben und andere werden berührt, werden geheilt und bekommen neue Kraft. Ja, da gibt es die wunderbare Geschichte, die fürbittende Geschichte auch, wo Vollmacht da war. Da war ja ein Freund so richtig krank und vier Freunde haben den getragen, haben das Dach abgedeckt, haben den mit so einer Bahre vor die Füße Jesu runtergelassen. Das Wort habe ich gesucht. Und zu Jesu Füßen, wisst ihr, das war wirklich eine Sache, müsst ihr euch vorstellen, vorne sitzt die Prominenz mit den dunklen Anzügen und dann der Staub und Dings und das geht doch gar nicht, der macht das Haus kaputt und so weiter. Die vier hatten den Glauben, wenn wir das jetzt tun, wird er gesund. Es hat funktioniert. Du musst jetzt nicht einen Presslufthammer mieten und zu Hause irgendwo anfangen, das Dach aufzumachen. Aber, ihr Lieben, die Vollmacht, das ist was. Ich möchte noch zwei Begebenheiten sagen, bevor ich zum Schluss komme. Ja, in Zürich hatten wir mal diese, ich glaube Zürich war es, wo eine Mutter einen Gürtel gebracht hat ihres Sohnes und hat gesagt, segne den Gürtel, mein Kind ist so schlecht in der Schule und bete dafür. Da haben wir fürbittend dafür gebetet, in ein paar Wochen bekommen wir ein Schreiben, der hat sich von ganz schlecht auf ganz gut gewandelt, also in der Schule. Und ihr Lieben, kaum ein Wunder geschieht wie das andere. In Zürich kam auch eine Profifechterin, wusste ich aber erst nachher, eine junge Frau, die Mutter hat sie mitgebracht, komm, da ist ein Gottesdienst, da betet jemand für dich. Und sie kam und die junge Frau, das weiß ich noch, die war so richtig irgendwo so ein Stück abwesend. Ach, die Mama schleift mich hierher, der Mama zuliebe bin ich mit. Und ich weiß noch, wisst ihr, wenn so eine Veranstaltung aus ist, man muss wieder nach Hause, man muss abbauen. Und ich war sowas von abgelenkt, weil da lief was schief und mit einem Auge habe ich gesehen, da,
da es lief. Und ich habe einfach gebetet, Herr, heile sie und so weiter und sag alles Gute. Und die war sowas von enttäuscht. Die Mutter hat geschrieben, die war so enttäuscht. So ein kurzes Gebet und wegen dem komme ich in den Gottesdienst. Die ging heim und sie war geheilt. Sie hatte von ihrem Doktor gesagt bekommen, dass sie nie mehr fechten kann und alles war wieder gut. Ja, das heißt jetzt nicht, okay, immer wenn du unkonzentriert betest, wird es geschehen. Nein, bloß nicht. Aber ihr seht, es ist nicht der Mensch, sondern es ist Gott. Gott möchte mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Jetzt, morgen, übermorgen. In deiner ganzen Not, in deinem ganzen Stress. Er ruft dich, steh auf. Er ruft dich, steh auf. Nimm deine Vollmacht in Besitz. Steh auf, nimm deine Vollmacht in Besitz. Halte fest an dem, was im Wort Gottes steht. Halte fest an den Verheißungen, die im Wort Gottes stehen. Und erlebe sie. Das Schönste, was wir als Christen erleben können, ist, wenn sich die Verheißungen in der Bibel in unserem Leben erfüllen. Amen. Amen. Gib mal Gott die Ehre.